Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Infovideo für euch. Und ihr seht es ja schon an der Überschrift und auch im Hintergrund. Es handelt sich heute hier um die Uploads für den kommenden Monat beziehungsweise für den schon laufenden Monat Juli 2014. Und dazu möchte ich euch einfach nochmal wieder ein paar Sachen erzählen. Ihr habt ja den Plan da jetzt sozusagen im Video schon vorliegen. Und dort erkennt ihr eigentlich auch schon auf den ersten Blick, dass sich nicht ganz so viel geändert hat für den Juli. Zumindest was Gamecore Racing angeht. Ihr werdet dort weiterhin erstmal dienstags immer mit den Gold Guides versorgt von Smedyline, der hier nach wie vor mit mir hier in Kooperation Videos macht. Finde ich sehr, sehr cool. Kommt auch wirklich meistens ziemlich gut an. Und da freue ich mich auch schon selber drauf. Die Videos mache ich ja nicht selber, deswegen freue ich mich auch immer schon, die mir anzugucken. Und dann geht es natürlich mittwochs und freitags nach wie vor weiter mit Let's Play Gran Turismo 6. Da wird sich wenig verändern, da werde ich natürlich die Karriere noch weiter beenden, verfolgen und eben auch diese Online-Veranstaltungen mit Let's Playen. Ja, Donnerstag seht ihr schon auf dem Plan, WRC 4 wird weiterlaufen. Und das wird noch voraussichtlich bis Ende Juli laufen, also diesen Monat noch. Ja, und dann müssen wir mal gucken, ob sich das noch einige angucken wollen oder eher weniger. Hauptsächlich werde ich das auch nach den Klickzahlen natürlich so ein bisschen bewerten müssen, wie viele Leute sich das angucken, wie viele Leute das bewerten. Und ja, da müssen wir mal schauen. Ja, am Samstag seht ihr jetzt eine kleine Veränderung. Dort steht jetzt Rennspiel. Spezialvideo, das hört sich ein bisschen hochtrabig an, aber damit ist gemeint, dass einfach immer irgend so ein Video weit ab vom Schlag sozusagen von mir erscheint, zu verschiedenen Spielen, vielleicht ja auch zu Gran Turismo 6, eben vielleicht mal so ein Online-Event oder so ein Card-Check, aber vielleicht kommen dann auch mal ein paar Videos zu F1 oder so oder Need for Speed oder irgendwas anderem, eben halt einfach mal vielleicht auch zu einem bestimmten Thema so ein kleines abwechslungsreiches Videoprojekt von mir, was ich mal versuchen möchte einzuführen. Wie es letztendlich wird, weiß ich nicht. Kann ja auch sein, dass da ein paar alte Sachen dabei sind, also eben vielleicht auch mal ein Online-Rennen oder irgend sowas halt. Und ich hoffe, dass das gut ankommen wird. Ich bin mal gespannt. Und ja, kommen wir mal zum anderen Kanal. Gamecore LP, naja, der ist natürlich nach wie vor nicht so erfolgreich und wird jetzt hier in den Monaten Juli und August auch ziemlich zurückgefahren werden von mir. Wir sehen ja, ich habe da ja oben hingeschrieben, Sommermodus immer noch und dass es jetzt je nach Verfügbarkeit kommt. Das heißt, ich kann mich da jetzt auch nicht so hundertprozentig hinterhängen und wieder jede Folge produzieren. Kann sein, dass mal eine fehlt. Im Sommer ist der Horrorsektor ja sowieso nicht so gut belaufen. Und das wird dann im September wahrscheinlich wieder ein bisschen geregelter ablaufen, weil in den dunklen Jahreszeiten natürlich auch die Horrorspiele deutlich gefragter sind. Und das ist der Hintergrund. Und ja, ich hoffe, dass euch das Programm gefallen wird. Ich werde natürlich dann auch bald wieder verschärft mehr auf den Racing-Kanal eingehen. Ich hoffe ja, dass bald mal neue Racing-Games rauskommen, insbesondere auf der PS4. Also ich erwarte natürlich, ich hoffe auf Drive Club, das werde ich auf jeden Fall spielen. Und Project Cars natürlich, das wird alles hier auf jeden Fall kommen. Das kommt allerdings erst im Herbst und bis dahin müssen wir uns noch mit GT6 umfangreicher durchschlagen. Und das werden wir auch hinkriegen. Und ja, noch eine andere Sache, Grid Autosport wird bei mir auch leider nicht auf dem Kanal kommen. Ich bin nicht besonders überzeugt von dem Spiel und war auch schon vom Vorgänger ziemlich enttäuscht, dass ich ja hier mal Let's Played habe. Und das nur mal so zur Info, hat zwar keiner gefragt, aber ja, Grid Autosport passt für mich nicht so gut in diesen Simulationssektor. Und vielleicht bringe ich da mal, vielleicht an so einem Samstag, wie ich es da eben schon angekündigt habe, mal so eine Folge von raus, aber auf jeden Fall kein Let's Play. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, dass euch das Infovideo informiert hat und ich hoffe, dass euch das Programm auch zusagt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ach, und eine andere Sache ist auch noch. Heute sollte ja eigentlich das Red Bull Ring 300 Kilometer Rennen kommen. Leider konnte ich das aus technischen Gründen leider nicht produzieren.
da immer wieder das Replay abgebrochen ist im Spiel. Hatte ich vorher auch noch nie, beziehungsweise schon, aber das war bevor der eine Patch kam. Aber jetzt momentan bricht es immer nach einer halben Stunde ab und ich kann das Red Bull Video leider nicht aufzeichnen. Beziehungsweise nur zur Hälfte und das bringt ja auch wenig. Und aus diesem Grund kann ich es heute leider nicht anbieten, das tut mir leid. Aber ich kann es leider nicht ändern. Das Rennen war übrigens ziemlich interessant, aber allerdings nicht so gut gebalanced. Also es gab zu hohe Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen LMP-Fahrzeugen und das hat letztendlich das Rennen nicht besonders fair gemacht und deswegen, ja, es war zwar ganz spannend hin und wieder mal einige Situationen. Sieger war Gamehecht übrigens und ja, so viel dazu. Tut mir leid, dass ich es nicht anbieten kann. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendeine Lösung für finden kann. Und ja, das war's dann doch erstmal. Ich danke euch, genau. Und bis zur nächsten Folge.